fuck with. Glück auf Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute mal ein geschmeidiges Dual-Commentary, ich hab dem Rich mit am Start. Ja moin. Ja, wir haben uns überlegt, wir machen mal ein kleines Tutorial zur Dark Matter Tarnung. Ich weiß, es gibt schon einige, aber wir wollen mal zu allen Waffen was Kleines sagen. So, wir die am schnellsten erspielen können. Rich hat sie auch schon fertig, ich schwitze gerade noch drauf. Und ja, dadurch, dass das ein bisschen länger geht, wollen wir eigentlich direkt anfangen. Aber ich glaube, Rich, du wolltest noch was sagen. Wenn man sich die Sturmgewehre und die MPs oder allgemein seine Lieblingswaffenklasse, das kann ja auch die Sniper sein oder whatever, das sollte man sich immer aufheben und nicht direkt die Lieblingswaffenklasse als erstes machen, weil dann habt ihr am Ende nichts mehr übrig und fuckt euch nur noch ab. Und das war der einzige Grund, warum ich am Ende ewig lang gebraucht habe, weil die ganzen Scheißwaffen, also die Secondaries, ewig dauern, da hat man keinen Bock mehr drauf. Also spielt eure Lieblingswaffen so immer zwischendurch, wenn ihr Lust habt. Ja genau, also einfach am besten immer abwechselnd. Richtig. So, da fangen wir auch direkt mal mit der ersten Klasse an, und zwar die Sturmgewehre. Da müsst ihr ja 100 Volltreffer machen und 10 Weitschüsse. Also für die Volltreffer gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar, ihr nehmt euch einfach ein Sturmgewehr, klatscht da den Vordergriff ran, ein Visier, am besten LV oder Rotpunkt und natürlich das Großkaliber. Und dann müsst ihr einfach bloß ein bisschen lernen, auf den Kopf zu zielen. Und ihr werdet merken, wie einfach es geht, damit Headshots zu machen. Leute, es ist wirklich kein Witz, wenn ihr den Dreh ein bisschen raus habt, Richtung Kopf zu zielen, macht ihr locker in einem Gameplay oder in einem Spiel 20, 30 Headshots und ihr seid richtig schnell mit dieser Herausforderung fertig. Und das gleiche ist auch eigentlich bei Weitschüsse. Viele tun sich ja extrem schwer mit diesen Weitschüssen. Ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ihr geht einfach in Hardcore, sucht euch dort Maps raus oder spielt bei Maps mit, wo es rechts und links ein Fenster gibt. Dann setzt euch einfach in das Fenster rein und wenn drüben ein Gegner ist, schießt ihn einfach ab. Dann habt ihr auch ruckzuck diese Weitschüsse fertig. Und ich glaube, das andere ist eigentlich nicht der Rede wert. Also 5x 2 Stelle Abschüsse und 50 Abschüsse mit und ohne Aufsatz. Ich denke, das sollte eigentlich relativ easy sein. Wichtig ist halt nur, dass ihr wirklich bei den Headshots, also bei den Volltreffern, darauf achtet, dass ihr das Großkaliber dabei habt und die Weitschüsse halt am besten in Hardcore macht. Ja, ich würde sagen, dann machst du einfach mal weiter, ne? Kann man so machen. Ich komme jetzt zu den leichten MGs. Und zwar, das geht am Anfang genau gleich los mit den 100 Headshots. Allerdings würde ich euch dabei noch empfehlen, bei MGs ganz klar schnell Ziel mitnehmen. Erspart euch eine Menge Ärger. Ihr kommt schneller ins Visier. Und allgemein sind die MGs nicht so beweglich. Deswegen empfehle ich euch jetzt auch, euch nicht zu schämen, wenn ihr damit nicht nur durchrushen könnt. Das funktioniert mit den Dingern nicht, weil die so ein komischen Bewegungsstop dabei haben, wenn man sich beim Schießen bewegen will. Also einfach ein Visier, wenn ihr nicht mit den Visieren klarkommt, und schnell ziehen und dann wird das auch über die Zeit. Wenn es gar nicht geht, noch Hardcore, letzte Hilfe. Dann kommen wir danach, das Spezielle bei den MGs sind nämlich dann die 10 Vergeltungsabschüsse. Diese macht ihr am besten mit Nomad, das ist ein ganz guter Trick. Und zwar, wenn ihr getötet werdet, einfach entweder sofort, wenn er nachlädt oder ähnliche Probleme hat, oder wenn er wegrennt, ganz kurz warten, sich dann wiederbeleben. Ansonsten kriegt man die auch über die Zeit hin. Und ich denke, der Rest ist dann auch nicht mehr der Rede wert. Einfach mit dem MG ein bisschen chillen, wenn man nicht so mit klarkommt. Und ein bisschen Headglitchen, die roten Haare rausgucken lassen. Und ich denke, das ist dann alles machbar. Ja. Also hat jetzt einfach mal im Double-Time-Rap das Ganze rausgehauen, aber ich denke, das sollte so passen. Das gleiche ist natürlich auch für die MPs, das ist jetzt die dritte Klasse, die wir kurz ansprechen. Da habt ihr natürlich auch die Vergeltungsabschüsse, also es ist wirklich übelst einfach, Vergeltungsabschüsse zu bekommen, wenn ihr einfach diesen Nomad mitnehmt. Wichtig ist vielleicht auch, wenn ihr euch wiederbelebt, entweder gleich am Anfang euch wiederbeleben, weil dann lädt der Gegner meistens nach, oder ihr wartet wirklich, bis die Zeit fast abgelaufen ist, weil entweder dann lädt der Gegner nach oder bewegt sich schon wieder weiter, so könnt ihr ihn dann in den Rücken schießen und so weiter. Also nicht direkt irgendwie so die goldene Mitte erwischen, sondern entweder gleich oder dann später, und dann habt ihr auch ruckzuck die Vergeltungsabschüsse fertig. Ja, dann hat man natürlich noch die 100 Volltreffer. Das ist natürlich dasselbe wie beim Sturmgewehr auch. Macht euch einfach einen Vordergriff ran in Visier. Dann sollte das auch relativ schnell gehen und überhaupt keine Probleme eigentlich machen. Also ich finde, Sturmgewehr und MPs sind so die leichtesten Klassen. Deshalb hebt euch das ein bisschen auf, dass ihr die zwischendrin mal spielen könnt, wie Rich schon am Anfang des Videos gesagt hatte. Und ja, ich würde sagen, hau einfach mal die nächste Klasse raus. Ja, jetzt wird es langsam ein bisschen komplizierter und für die meisten auch ein bisschen schwerer zu spielen. Und zwar die Schrotflinten. Ich denke da, also erstmal gibt es da zwei Arten. Es gibt einmal die One-Shot-Schrotflinten, das ist die Argus und die KLM-262. Mit der müsst ihr einfach sofort Abschüsse machen. Ich denke, das ist wirklich nicht der Rede wert. Das macht ihr in 4 Games klar meistens. Vielleicht sogar nur in 3. Kommt halt drauf an, wie es bei euch läuft. Und da einfach langer Lauf, Laser, Schnellfeuer, was euch gefällt. Vielleicht wollt ihr kein Schnellfeuer und ein schnelles Magazin. Also da müsst ihr ein bisschen rumprobieren, was für euch optimaler ist.
Ja, dann gibt es noch die Headshot-Schrotflinten. Das sind die 205 Brecci und die Haymaker 12. Das sind so die Waffen, wo ich gemerkt habe, da haben viele ihre Probleme mit. Allerdings ist das auch kein Problem. Und zwar müsst ihr einfach auf die Waffe auf jeden Fall langen Lauf, Laser und vielleicht noch schnelles Magazin, weil die Waffen relativ schnell leer sind, draufpacken. Und dann einfach auf die Schulterebene zielen und dann einfach aus der Hüfte draufhalten. Auf keinen Fall zielen, das bringt gar nichts bei den Waffen, die sind so unpräzise. Da trefft ihr mehr die Luft als alles andere. Also Kopf-Aim bringt bei den Waffen gar nichts, ist mir aufgefallen. Einfach aus der Hüfte schön immer auf Schulterebene zielen, dieses leichte Hochziehen bringt euch dann perfekt auf den Kopf und ihr macht die Headshots relativ schnell. Und dann ist das, denke ich, keine Sache. Die Haymaker kann abfacken, die Brecci tötet im Vergleich noch recht schnell. Und dann geht's weiter wieder mit Vergeltungsabschüssen und ich denke, das haben wir jetzt oft genug gesagt, einfach Nomad reinpacken oder über die Zeit, es funktioniert und ja, die anderen Abschüsse, gut, dauert vielleicht ein bisschen, im Notfall einfach ein bisschen auf Nuketown gammeln, die blutrünstig so sich zusammenchillen, aber dann funktioniert das auf jeden Fall. Das Lustige auf jeden Fall ist, dass mit den Vergeltungsabschüssen, na, viele kommen gar nicht auf die Idee, das einfach mit Nomad zu machen, weil viele gar nicht wissen, dass man da die Medaille trotzdem bekommt. Also wie gesagt, eigentlich, wie er schon erklärt hat, gut machbar, einfach die Tipps beachten. Ja, dann kommen wir eigentlich zur nächsten Klasse und zwar, das sind die Sniper. Ja, zur Sniper muss man eigentlich nicht viel sagen, ist relativ einfach. Sofortabschüsse, Weitabschüsse, denke ich, brauchen wir nicht großartig was dazu zu sagen. Muss man sich halt einfach ein bisschen hinsetzen und das Ganze machen, aber da gibt es keinen wirklichen Tipp, finde ich. Ich weiß nicht, ob du irgendwie einen kleinen Tipp noch hast zu der Klasse. Kleinen Tipp, den ich noch sagen kann, ist auf jeden Fall, wenn ihr mit der Locus ziemlich viele Hitmarker-Probleme habt, das ist noch nicht mal das größere Problem, sondern mit der Drakon, mit der man ja Headshots machen muss, um zu One-Shot-Killen. Denke ich, kann man auf jeden Fall noch Hardcore empfehlen. Es gibt Leute, da kann man sie einfach oben in ein Haus chillen und das kurz fertig machen. Sind ja nur 100 Abschüsse und da macht sie garantiert One-Shot. Also wenn ihr nicht mit klarkommt, einfach Hardcore suchen, dann kommt ihr auf jeden Fall mit den Sofortabschüssen rum. Genau, also würde ich definitiv auch so machen. Ja, schwingen wir direkt mal zur nächsten Klasse. Und zwar zur Pistole, also zur Pistol. Ja, da haben wir halt Headshots und Weitschüsse. Ist im Prinzip auch... Na gut, relativ einfach zwar nicht, aber könnt ihr trotzdem gut machen, indem ihr das Ganze auch in Hardcore macht. Weitschüsse, wie eben schon ein paar Mal beschrieben, setzt euch halt zur Not einfach in irgendein Fenster und zielt in das andere Fenster, weil da könnt ihr euch hundertprozentig sicher sein, dass ihr auch wirklich die Weitschussmedaille bekommt. Ansonsten ist immer so ein bisschen schwierig, das Ganze abzuwägen, wo man wirklich Weitschüsse bekommt. Und das geht halt mit der Pistole in Hardcore auch relativ einfach. Und ja, ansonsten hat man halt die Headshots wieder, die finde ich gehen auch in Hardcore etwas einfacher, als wenn man normal spielt. Dazu muss ich jetzt noch sagen, und zwar zu den Pistols, nimmt auf jeden Fall auch Großkaliber mit, weil sonst sie sogar einen Hardcore-Hitmarker machen. Und außerdem, Weitschüsse sind bei den Pistolen seit dem Patch auch nicht mehr das Problem, also ich weiß nicht, ob es jemand vor dem Patch gemacht hat, aber nach dem Patch haben sie die Weitschüsse runtergemacht und dann einfach auf Hardcore-Pistol macht auch auf Long Range dann noch 2-3 Hitkill, also einfach mal gucken, dass man mal ein bisschen sich defensiver zurückhält und guckt, wo kriege ich mal Long Range hin. Ja. Ihr werdet es auch merken, wenn ihr dann Hardcore spielt auf die Weitschüsse. Es gibt so viele Lobbys, wo du genau schon weißt, es sitzen in dem anderen Fenster Haufen Leute, weil generell viele in Hardcore spielen und sich in die Fenster setzen, weil sie auch ihre Weitschüsse machen wollen. Und da trifft man definitiv irgendjemand und wird dann auch relativ schnell fertig. Ja, da würde ich mal sagen, kommen wir zu einer richtigen Abfahrklasse und zwar zu den Werfern. Ja, da kann ich jetzt was zu sagen, weil ich glaube, Blacky hat die noch nicht mal angefangen. Und ja, das ist wirklich das Schlimmste. Ja, mit dem Knife, aber da kommen wir gleich erst zu. Ja, genau. Ich will schon mal kurz unterbrechen. Es gibt einen kleinen Tipp von mir vorab, den ich euch empfehlen würde. Es ist zwar nicht toll, wenn man das macht. Viele werden auch sagen, gepusht oder sonst irgendwas. Aber nehmt euch einen Freund, mit dem ihr zockt und macht diese Klasse. Weil die wird sonst richtig abfuckt, weil die ewig lang dauert. Habt ihr einen Freund dabei, der packt einfach die Streaks ein, die ihr braucht. Und ja, dann könnt ihr die Streaks viel, viel schneller machen. Ansonsten werdet ihr wirklich lange brauchen. Wie ihr sie trotzdem am schnellsten erreicht, das sagt euch einfach jetzt mal Rich. Und zwar, ja, mit den Werfern habt ihr relativ verschiedene Sachen, die ihr machen müsst. Also zunächst mal einfach 100 Streaks geiern. Gut, macht euch einfach in jede Klasse Werfer als Secondary rein. Vielleicht noch, na, Techniker, denke ich, braucht man auch nicht. Aber vielleicht packt man sich rein, geht ein bisschen schneller. Aber dann 100 Streaks, ich meine, jeder Vollidiot spielt Drohne. Das habt ihr irgendwann, das ist nicht das Problem. Und danach kommen bei der XM53 jetzt okay, 10 direkte Infanterie-Trefferabschüsse macht ihr in einem Spiel, einfach euch irgendwo hinchillen, neben B oder so und dann direkt, wenn einer vor euch steht, ihm den direkten Hit reindrücken. Dann kommt als nächstes die Herausforderung, zerstören sie 5-Punkte-Serien in einem Spiel. Das ist auch eigentlich machbar, ich meine, wie gesagt, jeder Vollidiot spielt mit einer Drohne, ein Schuss, die ist kaputt. Also ist es ganz okay.
Dann kommt, zerstören sie 2-Punkte-Serien schnell. Das ist auch kein Problem. Also ich denke, die drei Sachen sind noch das Leichte an der Herausforderung. Das ist auf 2 Drohnen warten, kurz in den Himmel schießen und dann ist man auch fertig. Aber dann kommen die beiden Sachen, wo alle dran verzweifeln. Absolut verständlich, meiner Meinung nach. Und zwar, das sind die Talents, die Cerberusse. Also da muss man 5 von zerstören, von Talents oder Cerberussen. Und dann braucht man noch 10 Geschütze. Dazu zählt auch der Energiekern. Und der Wächter. Genau, und der ist richtig abfuckt, weil das keiner spielt. Richtig. Also, da würde ich sagen, das kann man gut mit einem Freund machen. Allerdings, was ich euch empfehle, wenn ihr jetzt keinen Freund habt, der das machen will, oder es funktioniert nicht mit einem Kumpel, oder ihr wollt es einfach solo schaffen, um am Ende sich noch besser zu fühlen vielleicht, dann würde ich euch empfehlen, macht euch eine externe Klasse, wo alles reinkommt, was man zum Geheimen braucht. Also Blinde, Überwacher, Geist, Techniker, alles mögliche, womit man gut um die Gegner rumkommt und dann das Ding kaputt machen kann. Und dann wartet, bis die Ansage kommt, Geschütz, Wächter, Cerberus, Talon, und dann macht es einfach kaputt und dann habt ihr es auch in der Zeit, wo ihr auf die anderen Waffen schwitzt. Deswegen sage ich, macht direkt mit die Werfer, dann habt ihr da am Ende nicht so den Druck, dass ihr nur noch die machen müsst und euch richtig ärgert, wenn ein Geschütz euch geklaut wird oder so, sondern einfach habt ihr dann die Zeit und könnt euch das gönnen. Genau. Ja, vielleicht kurz zusammengefasst, das Ganze nochmal, Blackie, Spezialtipp. Spielt es am besten einfach mit einem Freund, oder wichtig ist, wenn ihr dann halt normal oder alleine spielt, packt euch auf jeden Fall in jede Klasse, egal ob ihr jetzt mit MP spielt, mit Pistol geht ja nicht, aber mit Sturmgewehre und Co. Packt euch immer auf jeden Fall irgendeinen Werfer ein, den ihr gerade freispielen wollt, weil meistens ist es dann so, ihr habt gerade in dem Moment, wo irgendwas kommt und ihr hättet was abschießen können, den Werfer nicht dabei. Ja, wie gesagt, ich werde es definitiv mit einem Freund machen, weil das ist mir einfach zu hardcore, sehe ich nicht ein. Ist mir irgendwie zu blöd, aber gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der es halt alleine erspielen will. Ja, dann kommen wir eigentlich noch zur letzten Klasse, und zwar das Kampfmesser. Da hast du mich ganz kurz unterbrochen. Und zwar beim Black Cell. Da hast du ganz kurz mich unterbrochen. Da fehlt nämlich noch die Schalten Sie 5 Luftserien binnen 20 Sekunden aus Herausforderung, damit es vollständig ist. Das schafft, indem man ein bisschen wartet auf Drohnen und dann halt 3 kaputt macht, kurz wartet und dann kommen meistens schon die anderen Drohnen. Das ist einfach Glück. Einfach dabei haben das Teil und dann mal merken, wenn die Gegner viele solche Streaks haben, es runtergeiern. Ansonsten ist der Black Cell sowieso leicht, weil er nur immer 4 Schüsse dabei hat und deswegen ist das easy. Ja. So, ja. Jetzt kannst du. Genau, dann kommen wir zur letzten Klasse eigentlich, die ihr freispielen müsst, und zwar ist das Kampfmesser. Ich selber habe mit dem Kampfmesser noch nicht viel zu tun gehabt, aber ich habe gesehen, dass es gar nicht so schwer sein sollte. Ich glaube, Rich hat das schon fertig gemacht, dass er würde die letzten Worte dazu nochmal verlieren. Na klar. Und zwar ist es erstmal 200 Abschüsse, das dauert. Das ist aber einfach so. Dazu fange ich dann am besten gleich an, weil das die 200 Abschüsse in Kombination mit eigentlich allen Challenges viel leichter macht. Und zwar macht euch einfach eine Klasse, wo ihr alles Mögliche reinpackt, was dagegen helfen kann, also gegen möglichst Geschwindigkeit und Geheim, also so ein bisschen Stealth unterwegs zu sein. Und zwar sage ich euch jetzt einfach mal ganz kurz meine Klasse jetzt so im Schnelldurchlauf. Und zwar habe ich da das Kampfmesser natürlich, dann 2 Erschütterungsgranaten, Geist, Nachbrenner. Ist das Nachbrenner? Nee, ja doch, das ist Nachbrenner. Flinke Hände, kaltblütig und Strahldämpfer, richtig. Damit könnt ihr sehr stealth sein, sehr schnell. Gleichzeitig kann euch keine Drohnen erfassen. Ihr seid schneller nach dem Sprinten mit dem Knife bereit. Ihr werft die Flashes schneller. Und das ist meiner Meinung nach so das Hilfreichste, was man da alles bei haben kann. Und ihr könnt viel besser um die Gegner rumrennen. Und die 200 Kills, ja gut, es dauert kurz, aber also es dauert auch eine Zeit. Aber wenn ihr es habt, dann ist es eigentlich auch danach noch ein bisschen mit dem Blut drin, sich vielleicht am Strugglen. Aber der Rest ist ganz okay. Es ist wieder echt einfach, was man da machen muss, sonst 10 Verrätermedaillen, das sind 10 Abschüsse, wenn man ein bisschen um die Gegner rumtanzt. Das ist ja nur von hinten einen erstechen. 5 Überleben kommen, das macht man auch, während man die anderen Challenges macht. Das ist einfach, wenn man angehittet wird, noch einen töten mit dem Messer. Außerdem geht es dann weiter mit 5 Vergeltungsmedaillen. Das ist auch wieder Nomad, kann man nehmen, man kann es auch so machen, das ist nicht wirklich eine Arbeit. Das ist ja egal, wann dich ein Gegner tötet, Hauptsache du musst ihn im Laufe des Spiels nochmal töten. Das ist alles easy zu machen. Ich glaube, ich habe die 4 ersten Challenges alle in einem Spiel gemacht. Ja, die letzte habe ich dann auch noch gemacht. Das ist aber, wenn man dahinter kommt, und zwar muss man da 5 Gegner mit ihrer eigenen Waffe töten, nachdem man sie mit dem Kampfmesser ausgeschaltet hat. Das heißt praktisch, ihr müsst jemanden töten, seine Waffe aufheben und ihn danach mit der eigenen Waffe nochmal töten. Das ist am besten mir aufgefallen, wenn man auf einer Map wie Nuketown oder Combine, wo viele mal gerne chillen, zum Beispiel um einen Sniper oder sowas, dass ihr den von hinten holt, dann wegrennt und ein paar Sekunden mit seiner eigenen Waffe wiederkommt, dann tötet. Und dann, denke ich, ist das auch gut zu machen. Also es dauert wieder, das ist so die zweitschwierigste Challenge. Ja, es gehört halt ein bisschen Glück auf jeden Fall dazu. Ja klar, aber das funktioniert nach einer Zeit einfach. Und das letzte, die 5 Blutrünstig. Ich denke, das ist das, was die meisten beim Messer abfacken kann. Aber wie gesagt, nehmt die Klasse, die ich euch eben gesagt habe. Versucht einfach ein bisschen defensiver zu spielen. Und
dann packt ihr das auch. Das Wichtigste, was ihr da beachten dürft, ihr dürft keine Specialists verwenden, also keine Fähigkeiten wie Übersteuerung oder ähnliches oder Tarnung, weil sonst zählt das nicht. Jeder Kill, den ihr damit macht, der zählt nicht als Messerkill oder irgendwie nicht zu den Herausforderungen auf jeden Fall. Und ihr könnt euch richtig schon aufregen, weil ich habe zum Beispiel 4 Blutrünstig da mit dem Übertakten gemacht, also mit dem schneller Laufen. Und es hat alles nicht gezählt, also lasst es einfach weg, packt euch eine Waffe ein, mit der ihr noch ein bisschen Spaß und ein bisschen die KD pushen könnt. Ja, auf jeden Fall nochmal kurz zusammengefasst, am wichtigsten ist halt, wenn ihr mit dem Messer spielt oder die Herausforderung macht, nehmt euch alle Perks mit, die euch irgendwie vor Drohnen und Co. schützen, so dass ihr halt wirklich, ja, sag ich mal, im Geistmodus über die Map kommt. Und am besten sind natürlich Erschütterungsgranaten oder sonst irgendwas, dass ihr halt einfach, wenn mehrere Leute auf euch zukommen, ihr halt einfach blenden, erschüttern könnt und dann einfach, ja, wegholt. Und ja, ich würde sagen, das, denke ich, war auch ausführlich genug. Ich hoffe, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Nochmal ein vieles oder großes Danke an den Rich, dass er heute da gewesen ist. Kein Problem. Ja, ich würde sagen, wenn es euch auf jeden Fall gefallen hat, ihr mehr solche Tutorials haben wollt, auch solche ausführlichen, weil ihr jetzt wirklich mal zu allen Klassen wirklich euch ein paar Tipps gegeben habt, wie ihr das Ganze am schnellsten fertig bekommt aus unseren Erfahrungen heraus, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare weitere Fragen und so weiter stellen. Ja, und ansonsten würde ich halt sagen, mir hat es auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Ich denke, das können wir auf jeden Fall wieder mal machen. Und ja, das waren eigentlich so meine Worte. Deshalb würde ich einfach dir jetzt die letzten Worte überlassen. Ja, natürlich auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Und ich hoffe, euch gefällt das. Wenn es euch gefällt, schreibt es in die Kommentare. Und dann gucke ich mir die Kommentare auch mal an. Und vielleicht machen wir ja nochmal irgendwann sowas. Kann man ja mal machen, würde ich sagen. Ja, also auf jeden Fall. Gut, Leute, dann bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black Imus.